Bilder, die das Herz jedes Skifahrers höher schlagen lassen. Unberührte Natur, einsame Abfahrten. Überraschung, dieses Schneeparadies liegt in Afghanistan. Ein Land, aus dem uns eigentlich nur Nachrichten über Krieg und Terror erreichen. Im Bergland am Hindukusch liegt monatelang Schnee, aber Skifahren kennt man hier nicht. Alisha Farhang und Sayat Husseini sind gemeinsam auf einer großen Mission. Sie wollen als erste Skihelden des Landes sportlichen Ruhm erringen. Ihr großes Ziel? Eine Erfolgsgeschichte, nicht nur für sich, sondern auch für ihr leidgeprüftes Land. Aus Afghanistan kommen nie gute Nachrichten. Wenn wir mit unserem Sport eine Geschichte voller Hoffnung und Optimismus schaffen, könnte das für die Menschen hier viel bedeuten. Die Menschen haben gedacht, sie seien verrückt geworden, wie sie da auf dem Schnee rumrutschen. Er rutscht auf dem Schnee und so schnell, wie macht er das nur? Die beiden haben das mit dem Skifahren erst zu uns gebracht. Alisha und Sayat leben in Bamiyan. Diese Region Afghanistans ist bekannt geworden, als die Taliban im Jahr 2001 hier riesige Buddha-Statuen zerstörten. Sayat und ich fahren seit 3 Jahren Ski. Wir haben angefangen, als westliche Touristen auf Abenteuerurlaub auch Skier dabei hatten. Sie haben gesagt, wir könnten doch den Leuten hier helfen, auch Wintersport zu machen. Einer von ihnen war Christoph Zürcher, ein Journalist. Christoph hatte dann die Idee, Sayat und mich nach Europa zu schicken, um für Skirennen zu trainieren. Also ich glaube, am Anfang war das nichts mehr als einfach so mal eine sehr überrissene, lustige Idee und mehr nicht. Eben wie gesagt, andere Leute in meinem Alter, die kaufen sich vielleicht teure Autos und ich investiere jetzt halt in diese 2 afghanischen Skifahrer. Wir haben herausgefunden, dass kein Afghane an Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. In keiner Disziplin. Christoph und seine Freunde wollen uns 4 Winter lang das Training in St. Moritz finanzieren. Unser Ziel sind die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Wenn ich da bin, bitte ruf mich nicht jeden Tag an. Nein, nur morgens und abends. Sobald du da ein Telefon hast, rufe ich dich an. Bei uns gibt es ein Sprichwort: Die Chance klopft nur einmal an deine Tür. Meine Chance kam mit Christoph nach Bamiyan. Wir haben uns so vorbereitet, wie wir es immer zu Hause machen. Die anderen Skifahrer hatten nur ihre Helme auf. Wir hatten einen extra Helm und einen Rucksack mit Getränken dabei. Wir wussten ja nicht, dass es Läden und Restaurants auf dem Berg gibt.
Wahnsinn. Zum ersten Mal auf einer Piste. Das ist was ganz anderes als bei uns im Tiefschnee. Jetzt begreife ich erst, wie schwer es ist, in Afghanistan Skifahren zu lernen. Du brauchst all deine Energie für den Weg nach oben. Und runter geht es so schnell. Bei der ersten Abfahrt ist es okay. Du genießt es. Aber bei der zweiten und dritten, du hast keine Energie mehr, um besser Ski zu fahren. Noch zwei. Und nicht müde werden. Eins, zwei. Spannt noch mal richtig an. Ich muss ehrlich sein, ich war überrascht. Das Niveau war viel weniger, als ich erwartet habe. Weil sie sich ein sehr hohes Ziel gesteckt haben. Und das Ziel, an der Olympiade teilzunehmen, im Slalom oder Riesenslalom, ist sehr hoch, weil es hat sehr viele starke Fahrer, die seit der Kindheit eigentlich trainieren und den ganzen Winter trainieren. Ob wir es schaffen oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Hier in den Schweizer Bergen wird den beiden Sportlern schnell klar, was es für sie bedeuten wird, wenn sie als ungeübte Skifahrer Anschluss an die Weltspitze finden wollen. Am Anfang haben wir uns wie in einer völlig anderen Welt gefühlt. Aber nach ein paar Tagen ist es schon nicht mehr so fremd. Wir haben uns an die Lifts, die Stadt und die Restaurants gewöhnt. Wow, es ist unglaublich. Männer und Frauen spielen zusammen. Zusammen, Männer und Frauen. Es ist wie im Film. Das Gefühl in den Bergen ist immer das gleiche, egal wo du bist. Hier denkt man nicht darüber nach, welche Herkunft die Menschen haben. Man lebt nur den Sport. Wir genießen das Training. Gut. Wir machen gute Fortschritte, speziell in den vergangenen 3 Wochen, würde ich sagen. Richtig? Es ist immer noch ein weiter Weg zu den Olympischen Spielen, aber wir geben unser Bestes. Wie ist die Situation in Kabul? Gab es Anschläge in der letzten Zeit? In einigen Teilen des Landes ist der Islamische Staat schon wieder stärker, oder? Du weißt, dass ich am Mittwoch nach Hause komme. Wenn du irgendetwas brauchst, sag es mir, ich bringe es mit. Ich habe alles getan, um dich aus der Ferne zu unterstützen. Ich tue immer alles, was ich kann für dich.
Ich habe sogar Tiere geopfert, alles was geht. Ich mache es, um Gott zu bitten, dass mein Sohn noch besser wird und gesund bleibt. Wenn ich noch mehr Tiere hätte, würde ich sie alle für dich schlachten. Jeden Tag würde ich eines schlachten, aber mehr habe ich nicht. Es macht mich schon glücklich, dass mein Sohn so Rennen fährt. Und manchmal denke ich, er sollte einfach da bleiben und ein gutes Leben haben. Aber dann, ich kann nicht ohne ihn leben. Ich brauche ihn hier bei der Familie. Es ist fast wie ein Sport, den sie in der Schweiz haben. Sie nennen es Polo. Sie reiten mit den Pferden auf dem Schnee und schlagen Bälle mit einem Schläger. Wir spielen Buzkaschi mit einer toten Ziege. Das ist unsere Art zu leben, wie wir sie von unseren Vorfahren geerbt haben. Hier finden wir Frieden. So leben wir. Ich habe meinem Sohn gesagt, er soll aufhören mit dem Skifahren. Aber er ist einfach den ganzen Tag mit seinen Skibrettern verschwunden. Er sagt, er wolle raus aus seinem Gefängnis. Er denkt, er sei ein Gefangener. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der eine Chance auf Bildung hatte. In meinem Alter konnte mein Vater nicht das erleben, was ich erlebe. Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und der Generation unserer Eltern. Sie denken, dass die Jugend nicht die richtige Einstellung hat. Sie meinen, wir sollten dem Weg der Eltern folgen. Aber das Leben hat sich sehr verändert. Das verstehen sie nicht. Wenn Afghanistan sich entwickeln soll, können wir nicht länger in der Vergangenheit leben. Unsere Vergangenheit ist angefüllt mit Hass, Krieg und Gewalt. Wir, die Jugend, müssen einen anderen Weg für unser Land finden. Ein schwieriger Weg. Vieles erinnert hier noch an Krieg und Terror, von denen Afghanistan in den letzten 40 Jahren heimgesucht wurde. Und auch wenn jetzt hier alles friedlich wirkt, die Angst vor neuer Gewalt lastet auf allen, die hier leben. Den ganzen Sommer über habe ich vom Skifahren geträumt.
Jetzt ist es endlich soweit. Wir sind zurück in St. Moritz für unsere nächste Saison. Bisher waren wir nicht gut genug, um bei richtigen Rennen zu starten. Aber dieses Mal werden wir gegen professionelle Skifahrer antreten. Morgen sind die Qualifikationen für die Skiweltmeisterschaften, das zweitwichtigste Rennen nach den Olympischen Spielen. Sportler aus verschiedenen Ländern mit ganz unterschiedlichem Niveau machen mit. Ich denke, einige sind auch so unser Niveau. Ich werde jedenfalls versuchen, zumindest einen zu schlagen. In St. Moritz ist man mittlerweile auf die beiden Sportler aus Afghanistan aufmerksam geworden. Fotos und Autogramme der Ski-Exoten sind begehrt. Es wird ein paar Spurrillen geben und ihr werdet das Eis spüren. Also nicht zu lang halten und nicht zu früh starten. Wenn es Beep macht, könnt ihr los. Ich werde ganz nervös. Als ob ich selbst fahren würde. Meine Damen und Herren, aus Afghanistan, Alisha Farhan mit 1:26.81, 28:72 hinter dem Führenden. Sayad Husseini aus Afghanistan, 1:33.91, 35 Sekunden hinter der Bestzeit. Ihr erstes Ziel haben Alisha und Sayad schon mal erreicht. Super gemacht! Unter 88 Teilnehmern, die ins Ziel gekommen sind, haben sie die Plätze 86 und 87 belegt. Nach dem Wettbewerb haben viele Zeitungen über uns berichtet. Aber aus Afghanistan war niemand da. Ich hätte es toll gefunden, wenn jemand aus Afghanistan da gewesen wäre, um uns zu unterstützen. Jemand, der die Entbehrungen verstanden hätte, die wir durchgemacht haben. Aber da war niemand. Wenn sie schon nicht kommen konnten, hätten sie zumindest anrufen können, um zu sagen, dass sie stolz auf uns sind. Zu Hause in Bamiyan sind Sayad und Alisha zum großen Vorbild geworden. Viele Kinder und Jugendliche eifern ihnen nach und entdecken das Skifahren für sich.
Wir haben so viel von Alicia gehört. Er ist jetzt die Nummer 1 und er ist im Ausland. Später wollen wir mal so sein wie er. Ich will auch mal das erreichen, was er erreicht hat. Das will ich auch. Kommt Hussein mit? Ja, er kommt schon. Gut, die meisten sind da. Ihr braucht alle Sonnenbrillen. Wer keine hat, sollte sich eine besorgen. Es geht los. Zwei Monate im Winter sind wir in St. Moritz und dann kommen wir zurück nach Bamian und können hier noch ein paar Monate Skifahren. Wir versuchen das, was wir gelernt haben, an die Menschen hier weiterzugeben. Der Nächste jetzt. Am Anfang waren es nur 10, aber jetzt fahren schon 200 Leute Ski. Es sind junge Männer und Frauen von hier und Jungs aus dem Dorf, die meist zum ersten Mal auf Skiern stehen. Auch Unterstützung haben die beiden schon bekommen. Ein Freund hilft beim Unterricht. Der Skiclub hier ist wie ein Mini-Afghanistan. Menschen aus allen ethnischen Gruppen, Pashtunen, Hazara, Tadschiken. Hier gehen die Menschen einfach gut miteinander um. Alle sind freundlich zueinander. Als ich dazugekommen bin, konnte ich zum ersten Mal etwas mit Frauen zusammen machen. Es war unglaublich, Jungen und Mädchen in Afghanistan gemeinsam Skifahren zu sehen. Manche Leute sagen, dass Frauen in Afghanistan nicht arbeiten dürfen, dass sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen und dass sie geköpft werden, wenn sie es doch tun. Aber nach nur 2 Jahren sind wir hier 24 Frauen beim Skifahren und ich glaube fest, dass wir 300 oder sogar 400 werden können. Wir haben eine kleine Sportrevolution in Afghanistan hingekriegt. Aber vor allem ist es ein Weg, weit weg von Bomben und Taliban glücklich zu sein. Heute haben US-Streitkräfte in Afghanistan eine Hochburg des Islamischen Staates im Osten des Landes mit der stärksten nicht-nuklearen Bombe angegriffen. Die Taliban beherrschen mittlerweile wieder weite Teile des Landes und der Islamische Staat ist auf dem Vormarsch. Nach Angaben des Pentagon kam der Anführer des Islamischen Staates gestern bei einem weiteren US-Angriff um. Das Ziel ist es, die Aktivitäten islamistischer Terroristen in Afghanistan einzudämmen. Beim Angriff eines Selbstmordattentäters auf eine Moschee wurden 60 Menschen getötet und 40 verletzt. Es ist so schrecklich im Moment. Dieser Anschlag, das war in Kabul. Sie kennen keine Gnade, nicht mal gegenüber Moscheen. Sie sagen, dass sie Muslime sind und für den Islam kämpfen. Wie soll es nur mit diesem Land weitergehen? Ja.
Manchmal frage ich mich, warum sind wir Afghanen so? Wie lange müssen wir dieses Leid und den Krieg noch ertragen? Ich will nur wissen, wie lange wir leiden müssen. Welche Sünde haben wir begangen? Nicht jeder hier ist schuldig. Die meisten sind auch unschuldige Frauen und Kinder. Es macht keinen Sinn, sich dagegen aufzulehnen. Es sind nicht nur die Taliban, die die Lage in Afghanistan für das Volk so schwierig machen. Das Land ist in vielen Bereichen immer noch geprägt von Korruption und Betrug. Sport ist meiner Meinung nach etwas, für das man hart arbeiten sollte. Die Leute sagen zwar, dass man ruhig mal ein bisschen betrügen darf, dass das nicht so schlimm ist. Aber Afghanistan, unser Land, wurde durch Betrügereien zerstört. Und deshalb sollten wir Betrüger niemals gewähren lassen. Afghanistans Probleme kommen ja gerade von Unaufrichtigkeit und Betrug. Am 28. fahren wir nach Kabul und dann fliegen wir in die Schweiz. Wenn du mit einer Medaille zurückkommst, schmeißen wir eine Party für dich. Nimm mich mit, dann koche ich dir was Leckeres. Für die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen müssen die Sportler sich qualifizieren und strenge Normen erfüllen. Aber für Athleten aus Ski-Entwicklungsländern werden diese Normen niedriger angesetzt. Vielleicht ist das eine Chance für Alisha und Sayad. Schau mal, die sind auch nicht alle so talentiert. Und wir werden sehen. Manche sind ja auch noch Kinder. Lorenzo Pizzocchi. Im Ziel mit einer Zeit von 1:11:58. Drei Starter sind noch oben, zwei von ihnen aus Afghanistan. Der erste ist Alisha Farhang. Unsere afghanischen Athleten, sie trainieren noch. Man darf gespannt sein, ob sie genügend Punkte für die Olympischen Spiele einfahren. Alisha Farhang aus Afghanistan kommt über die Ziellinie mit 1:20:20. Und jetzt der vorletzte Starter, Sayad Husseini. Die Zeit für Husseini aus Afghanistan ist 1:23:89. Ihr habt ungefähr 22 Sekunden in jedem Lauf verloren. In jedem Lauf? Ja. 22, mehr als 22. 10 Sekunden wären okay, auch 12 oder 14.
Aber 22 ist ganz schön viel. 22 ist ganz schön viel. Ihr solltet mehr riskieren. Skifahren könnt ihr doch. Im Training fahrt ihr wie verrückt. Denkt nicht nach, fahrt einfach, okay? Ich bin enttäuscht, dass ich nicht schneller war als im letzten Jahr. Wir müssen noch viel, viel schneller werden. Wenn wir 10 Sekunden hinter dem ersten landen, schaffen wir es zu den Olympischen Spielen. Sonst war all unsere Mühe umsonst. Und von solchen Seiten sind wir noch weit entfernt. Wärmt euch ein bisschen auf. Nicht zu steif in die Kurve. Loslassen, dann auf die Kante. Wir haben hier Sportler aus der ganzen Welt, sogar aus Afghanistan. Nummer 34, Sayat Husseini, 40-92. Das war's für diese Saison. Ich kann nicht traurig oder unglücklich sein. Mehr war nicht drin. Ich bin zufrieden. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bezweifle, ob wir uns rein rechnerisch mit den Resultaten aus unseren letzten Rennen qualifizieren können. Aber vielleicht gibt es trotzdem eine Chance, dass sie uns teilnehmen lassen. Lass uns ein Selfie machen. Vielleicht kommen wir nie wieder hierhin. Ja, so ist es gut. Chaos in Kabul, nachdem ein Selbstmordattentäter sich in einer belebten Straße in die Luft gesprengt hat. Mindestens 95 Menschen kamen um. Die Taliban haben die Verantwortung übernommen. Der zweite Anschlag in dieser Woche. Am vergangenen Samstag stürmten Taliban ein großes Hotel und töteten 22 Menschen. 9 Crewmitglieder einer afghanischen Fluggesellschaft starben. Alle innerafghanischen Flüge wurden gestrichen. Diese Attentate sind ein weiteres Zeichen dafür, dass die Taliban alles tun, um der Regierung die Kontrolle über das Land zu entreißen. Waren die Rennen schwierig? Ja, vor allem das letzte.
So Gott will, bleiben wir hier in Kabul am Leben. Erzählt niemandem daheim von euren Reiseplänen. Außer eurer Familie darf niemand Bescheid wissen. Ihr könnt niemandem vertrauen. Was für ein Land ist das? Warum sind wir bloß zurückgekommen, Sayad? Es ist aber auch schwer. Wir Afghanen sind wie Zugvögel. Wir fühlen uns nirgends wohl. Weder daheim noch woanders. Manchmal glaube ich, dass sich die Lage in Afghanistan niemals bessern wird. Es wird auch nicht besser. Jeden Tag wird es nur schlimmer. Wir haben jetzt mehr Angst als vor 5 Jahren. Sie kommen, sie sind da. Mein Champion ist zurück. Lass mich dich ansehen. Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Sayad, mein Champion, ist zurück. Ich hoffe, du heiratest jetzt endlich. Jetzt? In 2-3 Monaten. 2-3 Jahre? Nein, nicht Jahre, Monate. Du solltest es nicht zu lange rausschieben. Ich will gar nicht heiraten. Halt den Mund, sag sowas nicht. Bitte schimpf nicht mit mir. Salam alaikum. Hallo. Ja, danke. Ich hoffe, Ihnen geht es auch gut. Ja, wir sind zurück in Bamiyan. Das. So Gott will, danke. Und grüßen Sie Herrn Hotak von mir. Das war der Chef unseres Olympischen Komitees. Wir haben es nicht geschafft. Da kann man nichts machen. Alles hat seine Regeln. Einer muss der Erste sein, muss den ganzen Druck auf sich nehmen, damit es für die Nächsten leichter wird. Es ist schwierig, aber ich muss ein Vorbild sein, muss der Jugend hier in Afghanistan Hoffnung geben. Wir haben die letzten 4 Jahre viel trainiert und jetzt können wir Skifahren. Sayad und ich sind die besten Skifahrer unseres Landes, weil wir hart gearbeitet haben. Trotzdem ist es kein gutes Gefühl, sein Ziel nicht zu erreichen. Ich würde gerne auch für die nächsten Winterspiele trainieren, aber es wird für mich immer schwieriger zu trainieren. Der Traum von Olympia ist für Alisha und Sayad geplatzt. Ihr heldenhafter Einsatz im Training ist nicht belohnt worden. Aber aus ihrer persönlichen Niederlage wird trotz allem ein Sieg für ihr Land. Sie haben Begeisterung für ihren Sport geweckt und Skifahren populär gemacht in Bamiyan.
Wir veranstalten ein Skirennen bei uns in den Bergen. Wir nennen es Afghan Ski Challenge, weil hier alles eine Herausforderung ist. Für mich persönlich war das Ganze eine großartige Reise. Wir hatten keine Ahnung von Skirennen, aber jetzt sind wir Experten. Jetzt können wir es an andere weitergeben und manche inspirieren und motivieren, auch gut zu werden. Auch wenn die politische Lage immer angespannter wird, hier haben wir einen Ort geschaffen, wo wir lachen können und Spaß haben. Manchmal fühlt es sich an, als hätte sich alles gegen einen verschworen. Aber wenn man es genau betrachtet, haben wir schon viel erreicht. Und auch wenn wir immer wieder hinfallen. Wenn wir jedes Mal wieder aufstehen, werden wir irgendwann Erfolg haben.